So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus Let's Play. Eine neue Runde. Regrowth! Muss man sagen, wie auf dem Pop, dann ist das auch schön. Bei mir heute mit dabei, zumindest im Teamspeak alle beide, natürlich der Tagun. Moin Leute. Und der Street Digger 2. Ja, einen wunderschönen guten Hallo. So, um was geht's heute bei mir? Bei mir geht's heute darum, dass wir hier mit das alte Witchery weitermachen. Das hatte ich ja irgendwie im Livestream schon angedroht, dass wir halt mit Witchery mal ein bisschen klarkommen müssen. So, ja. Nummer 7 ist es. Und ich leck immer noch meine Wunden. Ja, von seinem Tod. Ja. Gut, was brauchen wir? Bubble, Bubble, Toil, Trouble. Wir brauchen... Ja, was weiß ich. A-N-O-I? Dann müsste mir das schon angezeigt werden. Genau, Witchery. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen... What? Also wir brauchen im Prinzip alle Seeds, die wir von Dingens kriegen können. Oi, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Alle Seeds, die wir von Witchery kriegen können. Sollte machbar sein. Denke ich. Meinst du, ja? Armer Belladonna. Jetzt habe ich natürlich nicht genug Crops dabei. Das ist natürlich doof. Denn einmal die Dinger hier. Wollen wir ja mal ein paar Crops nachpacken. Nee, alle sind das auch gar nicht. Weil das sind nicht die Werwolf. Anti-Werwolf-Dinger bei. Richtig. Und dann müssen wir uns von hier hinten irgendwo nochmal Mandrake holen. Und nach meinem Top-Bau im Livestream sollte man jetzt eigentlich nicht mehr so von den Viechern belästigt werden. Ja, habe ich noch demonstriert, oder? Der bleibt da original sitzen. Der bleibt da stehen. Arschloch. Komm. Der bleibt da einfach stehen. Ja, ist ja geil. What the? Der bewegt sich aber. Jetzt drehen sie beide durch. Ja. Susanne, hinter mir. So. Das hätten wir. Gut, dann einmal von jedem Seed einen. Da mal so rein. Ich hoffe mal, die Reihenfolge interessiert nicht. Nein. So, Bällchen haben wir. Jetzt brauchen wir eigentlich einen Cauldron. Beziehungsweise Witch's Cauldron. Da habe ich ja schon im Vorfeld erzählt, den werden wir auf jeden Fall nicht in mein tolles neues Häuschen setzen. Achso, warte mal. Bevor wir mit dem Witch's Cauldron anfangen, da werden wir uns nochmal Netherrack holen, ein Feuerzeug, wenn ich jetzt nicht eins in meiner schlauen Tasche habe. Das ja, sieht Feuerzeug nicht aus. Aus. Wir brauchen eigentlich nur eins. Ah, da kommt auch schon der Tagun. Ja, ich hätte gern eins bei mir. Irgendwie ein Feuerzeug. Wir haben gar keins irgendwo rumliegen, kann das sein? Richtig. Baust du eins? Ja, ich baue gerade. Ja, dann kannst du mir das da gleich anzünden. Denke ich mal. So, wir brauchen außerdem noch eine Wasserquelle. Normalerweise reicht eine normale, aber da ich mich ja gerne ein bisschen dämlich anstelle, bauen wir da lieber gleich eine unendliche hin. Ist vielleicht angenehmer. I think so. Ja. Haben wir hier nicht irgendwo noch... Wir haben doch hier irgendwo noch eine unendliche gehabt, oder nicht? Ah ja, hier genau. Unendlich ist sie nicht, aber... Halt für die... So. Wo hätten sie denn gern das Feuer? Ja, ich hätte gedacht, hier so ein irgendwo... Neben der Dingens, ne? Neben der alten Statue. Ah, nur habe ich natürlich auch den Cracked Stone unten gelassen. Schade. Netherrack, meinst du? Nein, den Cracked Stone. Das war schon richtig. Ich würde sagen... Okay. Moment, das muss ja dann noch ein tiefer... Netherrack darin. Ich hole nochmal ein bisschen Cracked Stone. Ein bisschen Cracked Stone. Damit wir das da vielleicht noch ein bisschen umranden können oder so. Noch ein bisschen hübsch machen. Ja. Aber wir lassen dann erstmal eine Seite frei, weil da kommt dann später noch was hin. Ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen. Das ist aber auch ein Leid mit diesen Timern, ne? Also, furchtbar, furchtbar. Furchtbar. Absolut furchtbar. Furchtbar? Furchtbar. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, entweder müssen wir den jetzt hier reinpacken und das daneben. Nein, müssen wir nicht. Dann müssen wir machen andere. Ich meine, hinstellen. Ja. Kommst du nochmal mit dem Feuerzeug? Ja, gerne. Die Netherrack nicht unten reingepackt. Ich meine, jetzt schwören können, ich habe den unten reingepackt. Nee, hast du nicht. So ein anderes Ding. Geh doch. Bob.
Und ich meine, jetzt muss man das... Danke fürs Feuerzeug. Ja, bitte. Genau. Fertig ist der Witcher's Cauldron. Und ich könnte schwören, dass wir den... Manual Detect? Manual Detect? Manual Detect? Oh, Sommer. Und jetzt verbrennt er. Nee. Das wäre es jetzt noch gewesen. Hab schon ausgerüstet. So, Rewards. Kriegen wir jede Menge Seeds. Saplings. Und wir kriegen einmal 32 Clay Jaws. Das ist sehr gut. So, und da schaltet sich dann schon wieder eine ganze Menge mehr frei. Ob wir das alles so wollen? Ich habe hier noch was von dir. Von mir? Was denn? Ja, hier deine Pickaxe. Ach so, meine Elomite. Ja, vielen herzlichen Dankeschön. Ja, gerne. Die können wir... Das hat jetzt keiner gesehen. Aha, was habe ich nicht gesehen? Nix. Ist schon vorbei. Ja, also ich werde hier halt erstmal eine Dingens machen. Warte mal, wir können das auch gleich... Wo hab ich denn diese verdammte Mana-Schaufel? Hä? Ja, wo ist sie denn? Ah. Ja, wo ist sie denn? Muss ich mir jetzt echt meine 8 Stunden Livestream angucken, um meine Schaufel wiederzufinden? Ich hoffe nicht. Nee, ich hab sie. War in der falschen Dingens. So, machen wir das gleich hier ein bisschen hübsch. So gut es geht halt. Und ich glaube, sag mal, hatten wir nicht irgendwo hier in der Nähe schon so ein Hexendingen gefunden? Ich glaube ja, ne? Da waren wir doch noch mit Marcel. Ja, das ist, wenn du da Richtung Schmelze guckst, da hinter den Mauern. Weil, ich habe mal gerade so überlegt, da gibt es ja noch diesen Cracked Stone, meine ich. Dann brauche ich davon nichts weiter herstellen. So, das können wir da schon mal reinfüllen. Das können wir da schon mal reinfüllen. Das können wir da schon mal reinfüllen. Wie viel denn noch? Wiederholst dich irgendwie. Ach, 3 reichen. Okay. Ja, das ist wie Fernsehen. Da gibt's auch nur Wiederholungen. Ja, guck mal, morgen ist Dienstag für uns. Da läuft schon wieder Simpsons der Film. Ach ja. Lief der nicht vor 2 Wochen erst? Ja, irgendwie so, ne? Prinzipiell habe ich sowieso immer das Gefühl, ich schalte den Fernseher ein und was läuft? Tribute von Panem. Dr. Doolittle. Was sollen wir herstellen? Polynesia Charm. Polly. Will Polly einen Keks? Nee, Polly will keinen Keks. Polynesia Charm. Dafür brauchen wir 4-mal. Haben wir eigentlich Netawarzen? Ja, klar. Okay. Wir brauchen ein Raw COD, Whiff of Magic, dann das hier, Iron. Wo haben wir denn Netawarzen? Oder können wir Netawarzen herstellen? Netawarzen haben wir alles vom Feld. Muss mal gucken. Wollen wir denn Neta? Echt, wir haben Netawarzen? Ja. Die gibt's bei Magical Crops? Bin ja ganz verwirrt. Tatsächlich, Netawarzen. Ich werde mir mal die Netawarzen soweit... Ja, mal sehen, ob die denn überhaupt funktionieren. Haben wir die Netawarzen denn nirgendwo angepflanzt? Die hatte ich das letzte Mal abgerissen. Dann werden wir die... Wir müssen genug haben. Ja, dann werden wir die nochmal bei Dingens mit hinpflanzen. Bei dem Witchery House. Ich hatte irgendwo, genau, hier hatte ich nämlich ganz viele Fische gefangen. Und da muss auch irgendwo so ein COD bei sein. Klickt denn das auf einmal? Raw COD. Da haben wir doch. Sag mal, diese Wines. Ja? Von dem Baum, von dem Dschungelbaum. Braucht ihr da noch welche von? Ich weiß nicht mehr genau. Wir hatten doch im Livestream, hatten wir doch irgendwie welche abgeerntet und beiseite gepackt, oder nicht? Ja, die hab ich. Ich praktisch so in die Tasche. Da ist nichts zur Seite gepackt. Aber ich pack die jetzt mal hier mit in die Kiste mit rein und fertig. Genau. Ist jetzt 1,5 Stacks fertig, passt. Hä? Ah, ich hab das Eisen wieder vergessen. Ein Spark eingesaugt? Ich? Ja. Nö. So, das darum, das habe ich mir soweit gemerkt. Und wie weiter? Whiff of Magic und dieses andere Zeugs. Irgendwas mit Odor oder so. Odor? Whiff of Magic. Einmal. Und dann das Zeug. 2-mal. Ah, ist er da? Hat sie sich versteckt? Die Sau. Das dahin, das dahin, das dahin. Und dann holen wir uns noch einmal Eisen. Klaus, was machst du gerade?
Ich versuche gerade ein bisschen Fire Protection auf meine Rüstung zu bekommen. Ach so. Warum? Sonst hättest du mal vielleicht so eine Dingensplatte bauen können aus Carpenters Blocks. Welche Platte? Druckplatte. Druckplatte, genau. Ja, zwei Stück hier fürs olle Haus da. Ich muss eh noch warten, bis der Mana-Pool wieder voll ist. Okay. Mhm. Wo habe ich jetzt das Eisen? Da. So, Polynesia Charm. He talks to the animals. I don't know. I don't get it. Kein Plan. Aber Hauptsache, wir kriegen jetzt einen Fumfilter. Claim Reward. Ich habe keine Ahnung, wofür man den Fumfilter braucht. Ich habe auch keine Ahnung, ob man das Ding irgendwo bei Baubilz oder wie der Scheiß heißt, mit einpflegt oder so. Nö. Will ich jetzt ernsthaft mit den Tieren sprechen? Mach keinen Scheiß, Junge. Da hinten sind Schafe. Ja, ey, was meinst du, wo ich hinlaufe? Zu den Kühen und zu den Kühes und zu den Schafes. Also wenn nicht anders, und zu den Hühners. Ja, toll. Dieser magnetische Ring ist jetzt auch nicht so der Knaller. Nur so die Schafe. Ich versuche mal gerade die Quest aufzuarbeiten. Was hättet ihr denn gerne? Essence of Diamond oder Strong Essence? Immer die Strong Essence. Okay. Immer die Strong. Ja gut, das war dann halt das Ding hier. Da muss ich mich mal schlau machen, wie das funktioniert damit. Altar, glaube ich, geht noch nicht. Altar. Hallo? Ah. Altar. Hallo. Doch, der müsste funktionieren. Rowan Wood, haben wir sowas? Rowan Wood? Ja. Keine Ahnung. Warum weiß der Typ sowas immer nicht? Warum? Was ist denn das für ein Holz? Grünes. Ja, hier haben wir noch 42 Stück davon. Hervorragend. Stone Bricks. Okay. Wie viel kommen denn da raus überhaupt? Da kommen 3 raus. Wir brauchen aber 6, das weiß ich schon. Schissel. Der Schissel. Ich hab dir den Fummfilter mal da reingelegt. Ja, vielen herzlichen Dankeschön. Schissel. Ich kann mir nur vorstellen, dass der irgendwas hier mit den... Warte mal, ich kann den ja mal... Kann man den da jetzt irgendwie so verbauen oder so? In den Fum rein? Nö. Stimmt nicht richtig. Muss ich mal lesen? Muss ich mir mal das Buch dazu schnappen? Aber wie immer, nicht jetzt. Ich hätte gern mehr Mana. Stonebricks. Ja, irgendwie kriege ich das von meinen Heilern immer zu hören in World of Warcraft. Komisch. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch 2x Water Bottle und den Ornate One und jetzt noch. Godness. Ornate One. Mal. Godness. Genau. Das 4x ist, glaube ich, zu viel, oder? Ja, 4x. 4x ist 2x zu viel. Naja, macht nichts. Ja. So. Ich muss mich so ein bisschen an dem Bildchen orientieren mitunter. Alles klar. Das dahin, das dahin. Und dann schnappen wir uns hier oben von dem Regal. Machen wir uns mal ganz lang. Und dann schnappen wir uns hier nochmal Glasbotteln. Einmal, 2x. Vielen Dank für die, hier Dingens. Jetzt habe ich die natürlich alle umgewandelt. Ganz großes Kino. So, einmal da rein. 6x Altar. Nochmal da rein. Nochmal 6x Altar. Und dann würde ich sagen, können wir die Quest abschließen. Können wir die abschließen? Rewards. Melonen, Pumpkins und Spanish Moss. Spanish Moss ist immer gut. Hoho, da hat sich jetzt aber viel freigeschaltet. Uiuiui. Huiuiuiui. Da haben wir viel Zündstoff für die nächste Zeit. Aber erstmal werden wir den Altar aufstellen. Den Altar. Nicht den Jungen? Nee, den Altar. Digga, Alter. Oh, Digga, Alter. Digga, Alter. So, was können wir jetzt mit dem Altar machen? Noch gar nicht. Weil uns fehlt dazu noch ein Zauberstab. Ist ja wie Harry Potter hier. Langsam wird's gruselig. Ah, hier habt ihr das hingepackt. Habe ich noch irgend so einen Scheiß, was da rein kann? Die können mal da oben mit rein. So, wir brauchten sowas hier.
Mutandis Extremis. Kriegen wir das gebaut? Bestimmt. Dazu brauchen wir erstmal Mutandis. Sollte machbar sein mit den Materialien, die wir hier drin haben. Hoffe ich mal, denke ich mal. Meinst du? Jo. Jo. Sieht sehr danach aus. So und so. Und Mandrake und Boromir. Dann haben wir schon mal Mutandis. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Not Enough Items das anzeigt. Da bin ich mal gespannt. Ja, zeigt er an. Eine Netawarze und ein Mutandis in den Witch's Cauldron reinwerfen. Netawarzen habe ich auf Tasche, ist auch gut. Ich stelle davon gleich 3 Stück her. Und damit es nicht ganz so Panne wird, den Ring von Magie wieder abgelegt. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, was mir wieder fehlt. Ja, okay. So. Mann. Ah. So, und jetzt haben wir hier ganz viele und... Fertig? Fertig. Fertig? Ist er jetzt fertig? Hat er mir was... Ja, Mutandis Extremis. Richtig. Haben wir. Mutandis Extremis. Nächster. Mutanding Spring. Bring. Da stand nicht Spring, kann das sein? Ich weiß es nicht. Nee, Sprig. Brick. Da haben wir ihn doch. Okay, wir brauchen einen Entwick. Haben wir einen Entwick? Irgendwo ja. Hatten wir doch welche. Wo denn? Müssten alles in der Witchery-Kiste sein. Okay, die habe ich, glaube ich, im Livestream schon gesucht, ne? Kann das sein? Ja. Oh, habe ich die da nicht vielleicht sogar verbraucht? Nein. Nee, da sind noch welche. Alles gut, alles schick. Top, top, top. So, dann wir werfen einmal Netherwarzen. Nein, werfen wir noch nicht. Boah, der sieht ja schick aus, der Altar. Weißt du, was du mal machen könntest? Was denn? Ich bräuchte hier einen Eimer. Obwohl, ich kann auch meinen nehmen. Aber ich bräuchte hier so ein Ding zum Anhängen. Weil hier, okay. brauchst du sehr oft den Eimer. Mhm. Weil der Kessel, der muss nämlich immer voll sein. So, dann müssen wir einen Moment warten. Da ist blubbert. Dann, wenn es blubbert in Witchery, dann ist das schon mal die halbe Miete. Dann schmeißen wir da einmal Mutandis rein. Oder Mutandis Extremis. Dann schmeißen wir den da rein, schmeißen wir den da rein. Du brauchst nur eins? Ja, nur für einen Eimer. Okay. Da jetzt was schiefgelaufen? I don't know. Ja, bitteschön. Dankeschön. Oh, da gleich sogar richtig schön mittig gesetzt. Hervorragend. Ja. Sag mal, ist ja gerade irgendwas schiefgelaufen? Netherwarzen wieder aufgesammelt? Ich hab keinen Plan. Tandes Extremis, ein Entwick und Netherwarzen. Alles drin. Vielleicht nochmal mit einem Stäbchen draufhauen. Es gibt hier noch kein Stäbchen. Der kommt da dann nämlich erst raus. Achso. Das ist ja das Problem. Cauldron, Mutandis Extremis, Entwick und Netawarzen. Ich habe... Achso, Tagun. Ja, was ich hab noch was für dich. Sag nicht so eine rosa Rüstung. Nee, das nicht. Die will ich nicht. Die brauchst du noch. Ich will die grüne. Grüne ist aber schlechter. Echt? Ja. Verdammt. Ich dachte, die grüne wäre besser. Bleib doch mal stehen hier. Ach so. Funktioniert nicht, weil... ich habe ja alle Bücher gebaut, soweit. Bruce and Infusion. Da müsste das Ding theoretisch drinstehen. Trunkadern Street. Bitte. Irgendwo auf den ersten Seiten, wenn... Irgendwo hier müsste doch was stehen. Brew of Veins, Webs, Thorns, Ink, Sprouting, Aerosol, Raising. Das ist ja nachher alles schon. Das ist ja hier schon mit Altarpower und sowas alles. Altarpower. Das Ding ist es schon mal nicht.
Ja, solange es dann die Agade-Bauer ist, ist es ja okay. Ja. Oh, war das schlecht. War doch auch ein cooles Lied. Agade-Bauer. Ja, auf genau. Jeden Fall. Und von Wham war das, ne? Ja, genau. Klar. Mhm. Von Wham. Wer ist Wham? Das weiß ich doch nicht. Aber das sind Tagun, kennst du? Die dich jedes Jahr zu Weihnachten tödlich nerven. Achso, die, ja. Aha. Aber Tagun, kennst du die Fortsetzung von Agade Bauer? Agade Feeling. Oh, schlecht war der schlecht. Ja, doch, passt. Passt also, sehr schön. Ich check's gerade echt nicht, was hier jetzt schiefgelaufen ist. Ja, mach doch nochmal. Einfach so. Kannst du resetten irgendwie so. Zack. Und nochmal probieren. Also ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde mir jetzt einfach mal hier... Oh, da ist da zu wenig Wasser drin. Ist da vielleicht... Nee, aber der sieht voll aus. Der Lump hier. Gesoffen hat er auch. Mhm. Voll ist er. Ich werde jetzt einfach mal mir so ein leeres Glas schnappen. So eine leere Glasbuddel. Und werde mal sehen, ob ich das hier extrahieren kann. Nö, kann ich nicht. Oh, guck mal hier, da haben wir doch noch Bücher. Mensch... Dann, schade um den Entwick. Dann wir machen noch einmal. So, Wasser, Wasser, Wasser. Den behalte ich gleich auf Tasche. Voilà. Mutandes, Niederwarzen. So, da macht er jetzt schon mal richtig Atmo. Das läuft schon mal. Oh, da steht hier noch irgendwas drin. Habe ich irgendwas übersehen? Plants are still unable. Tated, you simulate. Tandes, but you found way, bla bla bla. Create mod potent, bla 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 bla. Used to mutate something. Ah! To make it, you'll need about 3080 Altar Power. Also das heißt, wir können da noch gar nicht weitermachen. Dann würde ich sagen, bauen wir erstmal den Attuned Stone. Den kriegen wir noch hin in diese Folge. Hoffe ich mal. Wo kriegst du denn jetzt den Puff da her? Was für ein Puff? Na, den Puff da für den Altar. Was für ein Puff für welchen Altar? Power, Mann! Ach so. Zeige ich in einer der nächsten Folgen. Weil irgendwas... Ich muss mal gerade ins Questbook gucken. Irgendwas fehlt mir nämlich. Ich weiß nur nicht was. Weil man kann... normalerweise kann man irgendwie, wenn man an dem Altar steht... Ich habe jetzt nur gerade echt nicht auf dem Zettel, wie kann man sich die Power anzeigen lassen. Nur ich habe jetzt echt vergessen. Warte mal, kann man nicht schon, könnte man nicht theoretisch schon den Altar boosten? Haben wir die Quest dafür schon? Also mir zeigt da nur irgendwas mit 458 an. 458, dann slash 458 mal 1. Wo zeigt er dir das denn an? Na hier auf dem mittleren, einfach einen Rechtsklick drauf. Ich hoffe, man hat es gehört. Ich habe mir mal gepflegt vor die Stirn geknallt. Oh! Ja. Da braucht man bestimmt irgendwas ganz Spezielles für. Also beim ersten Mal ging es noch ohne, dass es mich rausgewürfelt hat. So, haben wir immer noch einen Dragonstone? Oder wie das Ding heißt? Wie heißt das? Dragonstone. Haben wir sowas noch? Nö. Keine Ahnung. Wir brauchten hier die Mantrax Seeds noch. Jetzt nicht mehr. Okay. Also können die dann in den Kompost? Quasi. Gut. Da hat sich das Spiel aufgehangen. Dann ja, bei mir machen wir mal schnell ein Rejoin. So ein Sekündchen vor dir, ne? Das war ja, bei mir war das irgendwie da so ein Java Run Timeout Gedöns Gelumpe. Ja, du bist gekommen und gegangen. Genau. Er kam, ja, um das, zu gehen. Genau. Ja, ja, er kam, sah und ging. Richtig. Igitt. Was denn? Bei mir steht gerade Windows 10 herunterladen unten in der Leiste. Warum? Ei, ei, ei. Also warum? Bei mir scheint das Spiel gerade nicht wiederzukommen, oder? Kommt er nicht? Nee. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.